Die Japaner haben bereits seit Hunderten von Jahren eine besondere Vorliebe für gezeichnete Geschichten. Laut Statistik kauft jeder von ihnen durchschnittlich mehr als ein Comicheft im Monat, die im Japanischen als Mangas bezeichnet werden. Es gibt Mangas für absolut jeden Geschmack und für jede Altersgruppe. Jedes Magazin umfasst durchschnittlich zwischen 20 und 50 Geschichten. Es ist unübersehbar. Die Fülle der bereits etablierten professionellen Magazine reicht offenbar nicht aus. Der ohnehin schon gigantische Markt ist noch längst nicht gesättigt. Es ist wie in einer Ehe. Mangas sind meine Frau, meine große Liebe. Doch meine heimlichen Geliebten sind Animes. Anime. So werden in Japan die Zeichentrickfilme genannt. の創作態度といいますかね、創作姿勢という。わあ、可愛らしいとか言って、あの、無意味。うわあ、まあいわゆるその、エロティックな、火の恐怖から、